Schön, dass du wieder da bist. Hier siehst du alle Spiele. Für jedes Spiel, das du zu Ende spielst, bekommst du einen Maustaler. Machst du dabei keine Fehler, gibt es einen Eulentaler. Bist du außerdem sehr schnell, bekommst du einen Hasentaler. Der Bienentaler ist etwas ganz Besonderes. Ihn bekommst du nur sehr selten, wenn du besonders fleißig warst. Die Taler werden in deiner Schatztruhe gesammelt. Du kannst sie gegen Bauteile und viele andere Dinge eintauschen, mit denen du eine tolle Burg bauen kannst. Tippe auf die Schatztruhe, wenn du deine Taler eintauschen möchtest. Tippe auf die Burg, wenn du deine Burg bauen möchtest. Urstellen. Wie soll dein Spiel sein? Einfach oder etwas kniffliger? Auf dem Ziffernblatt der Uhr stehen die Zahlen von 1 bis 12. Das sind die Uhrzeiten. Es gibt einen großen und einen kleinen Zeiger. Sie bewegen sich immer rechts um die Uhr herum. Der kleine Zeiger heißt Stundenzeiger. Er zeigt die Stunden an. In einer Stunde wandert er von einer Zahl zur nächsten. Der große Zeiger heißt Minutenzeiger. Er bewegt sich viel schneller als der Stundenzeiger. In einer Stunde wandert er einmal im Kreis herum. Auf dieser Uhr ist es 1 Uhr. Der kleine Zeiger zeigt auf die 1 und der große auf die 12. Jetzt bist du dran. Probiere die Uhr aus, indem du auf den kleinen Zeiger tippst und ihn im Kreis drehst. Wenn du ihn loslässt, sage ich dir, welche Uhrzeit es ist. Tippe auf den Teddy, wenn du fertig bist. Dann starten wir mit den Aufgaben. Ich sage dir jetzt eine Uhrzeit. Stell die Zeit auf der Uhr ein, indem du den kleinen Zeiger bewegst. Tippe auf den Teddy, wenn du fertig bist. Um 10 Uhr vormittags habe ich Schulpause. Wo stehen dann die Zeiger der Uhr? Gut gemacht! Um 3 Uhr nachmittags spiele ich Fußball im Verein. Wie sieht dann die Uhr aus? Das stimmt! Um 6 Uhr abends gibt es Abendessen. Stelle die Uhr auf 6 Uhr. Stimmt genau! Um 8 Uhr morgens frühstücke ich. Stelle 8 Uhr ein. Richtig! Um 5 Uhr nachmittags helfe ich Opa im Garten. Stelle 5 Uhr ein. Gut gemacht! Um 12 Uhr nachts schlafe ich schon lange tief und fest. Wohin zeigen dann die Zeiger der Uhr? Gut gemacht! Du bist klug wie eine Eule. Wenn du noch ein bisschen schneller bist, bekommst du einen Hasentaler. In der Schatztruhe kannst du deine Taler gegen tolle Dinge eintauschen. Schau doch mal hinein! Hier in der Schatzkiste befinden sich alle Teile, mit denen du deine Burg bauen kannst. Oben siehst du alle Taler, die du schon gesammelt hast. Du kannst deine Taler entweder sofort gegen etwas Schönes eintauschen oder sie noch etwas länger sammeln und erst später eintauschen. Wenn du ein Teil haben möchtest, dann schau dir an, welche Taler du dafür brauchst. Wenn du genug Taler gesammelt hast, dann tippe auf das Teil, um deine Taler einzutauschen. Du kannst jedes Teil so oft haben, wie du möchtest. Bau deine Burg aus den verschiedenen Burgteilen und denk daran, sie auch zu schmücken. Möchtest du dafür deine Taler tauschen? Das kannst du noch nicht eintauschen. Dafür reichen deine Taler noch nicht. Welches Spiel möchtest du spielen? Tageszeit. Wie soll dein Spiel sein? Leicht, mittel oder schwer? An meinem Tag passiert ganz viel. Hast du Lust, mich dabei zu begleiten? Tippe auf die Bilder und ich erzähle dir, was ich da gerade mache. Ziehe sie dann in den Bilderrahmen und morgens um 7 Uhr springe ich aus den Federn. Juhu, die Sonne scheint! Nachmittags um 3 Uhr gehe ich zum Fußballtraining. Heute üben wir Dribbeln. Vormittags um 10 Uhr habe ich in der Schule Pause. Stimmt genau. Abends um 6 Uhr putze ich vor dem Schlafengehen die Zähne. Vormittags um 11 Uhr habe ich in der Schule Sport. Heute spielen wir Handball.
Nachmittags um 3 Uhr gehe ich zum Fußballtraining. Heute üben wir Dribbeln. Gut gemacht! Uhrzeit. Wie schwer soll es sein? Lieber etwas leichter oder etwas schwerer? Oh je, ein paar meiner Uhren gehen falsch. Nur eine von ihnen zeigt die richtige Zeit an. Hilfst du mir, sie zu finden? Ich sage dir eine Uhrzeit und du tippst die Uhr mit dieser Uhrzeit an. Um 12 Uhr mittags ist Zeit fürs Mittagessen. Wo stehen beide Zeiger auf der 12? Um 12 Uhr mittags ist Zeit fürs Mittagessen. Wo stehen beide Zeiger auf der 12? Gut gemacht! Um 7 Uhr abends ist Zeit für eine gute Nachtgeschichte. Wo ist es 7 Uhr? Das stimmt! Um 11 Uhr vormittags habe ich in der Schule Sport. Wo ist es 11 Uhr? Uhrzeit. Schön, dass du mir wieder hilfst, die richtigen Uhren zu finden. Finde die Uhrzeit 14:45. Gut gemacht! Finde die Uhrzeit 17:45. Richtig! Finde die Uhrzeit. Uhr stellen. Die Uhr besteht aus 4 Teilen. Ein Teil ist eine Viertelstunde. 2 Teile sind eine halbe Stunde. 3 Teile sind eine Dreiviertelstunde. Und 4 Teile sind eine ganze Stunde. In einer halben Stunde wandert der große Zeiger über das halbe Ziffernblatt. Auf dieser Uhr ist es 13:30. Bewegt sich der große Zeiger von der 12 zur 6, dann ist es nach. Steht der Zeiger zum Beispiel auf der 3, dann ist es 14:15, weil der große Zeiger eine Viertelstunde geschafft hat. Die Uhr zeigt jetzt 14:45. Wandert der große Zeiger von der 6 zur 12, dann ist es vor. Auf dieser Uhr ist es 14:45, weil sich der große Zeiger auf der 9 befindet und damit nur noch eine Viertelstunde bis 3 Uhr fehlt. Und jetzt du! Probiere den großen Zeiger aus und drehe ihn im Kreis. Wenn du ihn loslässt, sage ich dir, wie spät es ist. Tippe auf den Teddy, wenn du fertig bist. Dann starten wir mit den Aufgaben. Ich sage dir jetzt eine Uhrzeit und du stellst sie auf der Uhr ein. Kleiner Tipp, wenn du zuerst den kleinen und dann den großen Zeiger bewegst, geht es einfacher. Tippe auf den Teddy, wenn du fertig bist. Stelle ein 15:45. Gut gemacht! Stelle ein 19:45. Gut gemacht! Stelle ein 5 Uhr. Stimmt genau! Stelle ein 12:15. Das stimmt! Stelle ein 19:45. Nee. Nein, so nicht. Richtig! Stelle ein 15:30. Gut gemacht! Super, du Uhrengenie! Den Bienentaler. Viel Spaß beim Talertausch! Super! Damit wird deine Burg noch schöner! Das kannst du noch nicht eintauschen. Dafür reichen deine Taler noch nicht. Sehr schön, das hätte ich auch genommen. Super, damit wird deine Burg noch... Na, möchtest du an deiner Burg bauen? Unten in der Leiste siehst du alle Teile, die du schon eingetauscht hast. Wische nach links und rechts, um sie an... In der Burg wäre ich gern Königin.
In der Burg wär ich gern Königin.